Ja, zum Glück sehr positive Erfahrung. Damals ging es auch in der ersten Runde mit Ringsburg gegen Köln. Und ja, der Ausgang ist bekannt. Wir sind dann im Elfmeterschießen weitergekommen und war natürlich eine schöne Geschichte. Absolut. Also für mich, ich freue mich sehr auf das Los und ich glaube auch, dass uns weniger emotionale Mannschaften hätten treffen können. Und es ist, glaube ich, für das Spiel super. Und auch für die Fans in dem Stadion wird echt viel los sein. Von der Stimmung her, von den Emotionen her. Ich habe mich eigentlich gefreut über das Los. Ich fand das gut. Es war ja klar, dass wir im Amateurtopf sind. Deswegen war ja klar oder war es möglich, dass wir einen Erst- oder Zweitligisten auch bekommen. Und ich finde es ein attraktives Los, auf das wir uns freuen können. Und gerade auch zu Hause jetzt mit unseren Fans rechnen wir uns da schon auch gute Chancen aus. Die alle aufzuzählen wird, glaube ich, sehr lange dauern. Ich glaube, aus dem Staff, Trainerteam, bis auf Steffen, aber kenne ich fast jeden, hat mit jedem auch schon mehrere Jahre verbracht. Ich freue mich sehr, Kevin McKenna wieder zu sehen. Wir haben auch in der Jugend dann viel zusammen gearbeitet. Jan Thielmann ist leider verletzt. Timo Hübers war früher mal ein Spieler. Also ich freue mich wirklich auf sehr viele. Die jetzt alle aufzuzählen wird schwierig. Wird für mich ein Highlight, weil ich glaube, man das Sportliche dann auch sehr gut trennen kann. Aber wenn 15 Jahre nach einem Jahr schon wieder begegnen, dann geht das nicht so spurlos an einem vorbei.